Heute geht's um den Begriff Basilika. Was ist das überhaupt, eine Basilika? Wir stehen hier in Koblenz in der Nähe vom Deutschen Eck an der Basilika, vor der Basilika St. Castor. Das Schwierige mit dem Begriff Basilika ist, dass es eigentlich drei verschiedene Bedeutungen für Basilika gibt. Zum einen, wörtlich heißt Basilika die Königshalle, vom griechischen Basilikae, königlich. So ist die Konstantinbasilika in Trier zu verstehen, eine große Halle, weil dort eben der Königs- bzw. Kaiserpalast von Konstantin dem Großen war. Also ursprünglich gar nicht so was, was mit Kirche zu tun hatte. Dann allerdings durch diesen Konstantin wurde das Christentum ja staatstragend und dann fing man an, große Kirchen zu bauen und bediente sich diesem Baustil, also wie so ein Palast. Nur dass man jetzt sagte, der König, der dort verehrt wird, ist nicht der römische Kaiser, sondern Jesus Christus. Das ist die erste Bedeutung, Königshalle. Die zweite Bedeutung, das ist die Bedeutung der Kunsthistoriker. Die Kunsthistoriker sprechen von einem basilikalen Baustil. Für sie ist eine Basilika einfach eine Kirche, die ein erhöhtes Mittelschiff mit niedrigeren Seitenschiffen hat. Ein sehr üblicher Baustil, der sich im Mittelalter ziemlich durchgesetzt hat. Und dann, und da kommen wir hier zu unserer Basilika St. Castor, gibt es einen dritten Begriff. Und da ist eine Basilika ein Ehrentitel für eine Kirche. Und wie in England nur die Queen einen Menschen zum Ritter schlagen kann, so kann natürlich in der katholischen Kirche nur der Papst den Ehrentitel Basilika verleihen. Und diese Kirche hier, St. Castor, hat diesen Titel 1991 bekommen, also noch gar nicht so lange her. Sie ist dann eine Basilika, eine Kirche päpstlichen Rechtes, deshalb immer zumal zu erkennen, irgendwo, meistens an der Tür, befindet sich das Papstwappen. Hier das Wappen unseres jetzigen Papst Franziskus. Und jetzt gehen wir mal rein, dann finden wir noch andere Zeichen für eine Basilika als Ehrentitel. Neben dem Papstwappen gibt es noch zwei andere Zeichen, an denen man eine Basilika erkennt. Das ist zum einen das Konopeum, zu gut Deutsch der Schirm. Steht dort in den Farben der Schweizer Garde. Und ein zweites Zeichen, was hier steht, ist das hier. Ein Wappen, was vorangetragen wird, wieder oben mit dem Zeichen des Papstes, der Tiara, und einem Glöckchen. Auf gut Latein heißt das Tintinnabulum, ein wunderschönes Klangwort, Tintinnabulum. Das sind also Zeichen für eine Basilika minor, das heißt eine kleine Basilika. Unsere Kirche ist nur eine kleine Basilika, weil den Ehrentitel Basilika major, große Basilika, gibt es nur für vier Kirchen in Rom und zwei Kirchen in Assisi. Ich denke, ob Basilika als Ehrentitel, ob Basilika als Baustil, was diese Kirche auch ist, erhöhtes Mittelschiff, niedrigere Seitenschiffe, entscheidend ist für eine Kirche, dass dieser König, Jesus Christus, der ein ganz anderer König ist, wie die Könige dieser Welt, dass der im Mittelpunkt steht. Und das kann in jeder Kirche und überall sein. Der Titel Basilika ist dann nur ein schmückendes Beiwerk.